Ich habe ganz schön lange gebraucht, bis ich den Operator gefunden habe. Und zwar Spritzenmann. Zuvor hatte ich zwei andere, aber ich glaube, ich bin mir jetzt sicher. Und damit allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Gleich mal gucken, was der Rekrut so kann. Level 16. Level 102 und 7 bei uns. Gegner 181. 207, das ist wieder Matchmaking. 129. 55 und 147. Danke, Ubisoft. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ich mach mal die Luken oben zu. Mein schweren Knochen bin ich eigentlich der Falsche. Haha, ich habe die Kamera zerquetscht. Wir haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ah, schön. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden. Barrikade steht! Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Okay, die sind an der Front des Schiffs. Also im Osten. Die Füßen sind platziert! Du machst Sachen. Da oben kommt was an. Rot markiert. Hammermann. Ach, Frau Frost. Oh. Ich kann mich ja heilen, fällt mir gerade ein. Frau Frost, komm her. Ich denke erst an mich. Ah, Treppe. Scheiße. Bin gleich rum. Okay, danke. Treppe oben, hat mich. Hälfte Energie, Hammermann. Gott. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Hätte ich eher an Frau Frost gedacht, dann wäre ich nicht mehr da so blöd gelegen. Gerade in dich gekehrt? Mhm. Oh, bei den Gegnern ist schon jemand aus. Müssen nicht Blackbeard spielen? Den Standort des Biogefahrgutbehälters. Müssen nicht. Wie gesagt, wollte innerlich. Ich ja, innerlicher muss nein. Gut gemacht. Ich habe spontan Montagne ausgewählt. Hier ist schon Twitch unterwegs. Ich höre sie Kameras kaputt machen. Ah, jetzt krümmelt's auf mich und ich sterbe dadurch. Das ist die gleiche Position wie wir. Herzschlag, Mann. 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Ich gehe mit Termit unten rein, wenn er rein will. Ich will auf jeden Fall unten rein. Bei mir bleiben.
Rechts habe ich noch nicht geguckt. Okay, die Wand vor mir ist schon offen. Mann, die legen ein Tempo vor. Auf der Treppe ist was. Herzschlag, Mann. Herzschlagmann schmeißt auch noch was. Da oben auf der Treppe. Ich habe ihn mal nach oben getrieben. Ist auf jeden Fall eine Etage höher. Wenn er jetzt nicht hinter mich geht. Er ist immer noch oben. Am Fuße der Treppe. Komm, Schwarzbart ran, bitte. Ja. Super. Ich gehe mal in den Bereich. Da ist er vor mir. Feindscan und Schock. Hast du mit der Drohne schon mal jemanden umgebracht? Ja. Schon öfters. Bye bye, sagt er. Nur noch zu zweit. Na, gleich sind wir dem Sieg nahe. Aber nur gleich. Wir müssen den Biogefahrenbehälter schützen. Ah, okay, ich mach Luken zu. Schutzplatten einsetzen. Aber überall einer raus, ist ziemlich ausgeglichen. Ah, Twitch ist hier schon. Boah, fast Magazin verballert, aber bekommen. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Es bleiben 10 Sekunden. Du willst ja keine Liste. Sekunden noch. Finger weg, alle beide meiner. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Kannst du da nicht machen? Doch, wir sind nur noch zu viert da. Am Ende zieht's einer von denen an. Lademagazin! Bau auf! Hier ist noch ein Stück offen. Ja, hier ist auch noch ein Stück offen. Nein, wir sind halt einer weniger. Und die Luken sind ja zu, ne? Twitch macht weiter Bambule mit ihrer Drohne. Ich habe ja meinen Herzschlagsensor, Mann. Schon wieder beinahe vergessen. Lange Drähte. Ach, gar nichts zu sehen. In der falschen Ecke. Die wissen noch nicht so ganz, wo sie hin sollen. Schönes Rot, was er hier hat. Oh. Oh. Ja, ups. Vor der Tür ist einer. Neben uns im Raum. Im Gang, meine ich. Schildträger.
Ah, ein Blödtisch. Das Loch hinter uns ist auf, ne? Vorsicht. Oh, 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 oh. Alter, sicher doch, Mann. Was ist denn das immer? Irgendwie trifft er nicht. Wer schlägt da ganz anders? Uah. Ja, nur guck auf die andere Seite. Die kommen da rein, sonst. Das ist den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Dann wird's halt nicht ein 3-0. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Na, ich fahr in den Keller rein. Ja, Keller. Bei den Booten, beim U-Boot. Oh, wo bin ich denn? Verfahren. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Was macht ein Fuse? Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ich gehe voran. Eine Matte vor mir bitte kaputt machen. Gelb. Danke. Ich gehe rein in die Ecke rechts. Da ist Mira vor mir. Links am Fenster ist Mira. Gut, Mira ist kaputt. Ist gerade frei hier. Ich gehe mal weiter rein. Ist die Luke zu? Da hinten ist Frau Frost und Grabschrauf vor mir. Fuse. Mhm. Also Frau Frost noch, wo gelb ist, ungefähr. Ja, ist noch da. Ja, wenn du mal nicht im Weg stehen würdest. Dann decke ich mal Tür außen ab. Alter! Scheiße. Wieso gehst du hier nicht zu der Tür? Na, wenn einer hinten rumgeht. Ihr wart doch zu dritt vor mir, zu dritt. Warum hast du... Ihr wart zu dritt vor mir, da hab ich ja nur gestört. Kommt hier mal jemand? Du bist alleine. Ja, ich meine von den Gegnern. Warum sollen die kommen? Tja. Boah, Kopfschuss direkt wieder. Hättest du einfach vorhin nur ein Stück zurückgehen müssen, nicht komplett weg. Ihr wart zu dritt. Ja, ist so. Da brauche ich nicht vorne stehen. Da brauche ich nicht da vorne stehen, das ist Quatsch.
Es bringt doch auch nichts, da hinten zu stehen, wenn die vor uns sind. Doch, falls jemand von außen reinkommt. Ihr habt alle den Rücken der Tür zugedreht. Hätte er oben außen rumgehen können. Quatsch. Klar. Drei mit Gewehr vor mir, hinter uns offen. Wenn einer von ihnen ankommt, sind wir alle weg. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Wieso sind... Achso, seid ihr aus? Ich mach wieder die Luke zu. Ist verstärkt. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Nur noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Tür verbarrikadiert. Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Okay, die kommen über der Küche an. Besser gesagt, über den Maschinenraum. Oh, Montagne auf der anderen Seite. Okay, Jakal ist da. An der anderen Seite. Und hier drin habe ich. Ich bringe dich ganz schnell wieder auf die Beine. Meine Hilfen sind in Position. Ich steck mal weiterhin Treppenhaus ab. Ibana, Ash macht ja auf. Treppenhaus. So, im Treppenhaus ist Ash noch. Oh. Okay, was war das? Nachladen! Alter! Ey, Junge! Das gibt's doch nicht! Wie will er mich denn wieder so schnell treffen? Das ist doch echt nicht mehr wahr mit diesem Scheiß! Ey, andere, das gibt's nicht. Letzter verbleibende Operator. Schon wieder, Alter, das ist doch nicht wahr. Der Gegner versucht nicht, den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Hinter links. Wo links? Hallo, der ist drinne, links. Alter, hast du das? Ja, links, muss genau sagen, hinterm Tresen oder hinter der Ecke oder... Links.
Ja, links bloß, hinterm Tresen, ja, gerade auf der kurzen Seite, das hat jetzt gefehlt. Ich habe ihn nämlich nicht gesehen. Wenn ich noch mehr links sage, dann drehst du dich 100. Ja, aber eine genauere Position wäre besser gewesen. Kurze Seite, lange Seite hinter dem Ding. Das weiß ich doch nicht, ob lange oder kurze Seite das der jetzt ist. Tja, ich habe ja nach links geguckt, aber ich konnte halt nicht genau ausmachen, wo er da war. Da haben die ganz schön aufgeholt. Das haben sie sich dann wohl verdient und wir haben das hart erkämpft verloren. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.